What's up? Unsere neue Spielzeit eröffnen wir mit Milo Raus, neuer Inszenierung, die Wiederholung, La Reprise. Und Milo Rau erzählt in diesem Stück von einem realen Gewaltverbrechen in der Stadt Liège, zusammen mit einem Ensemble von Amateur- und Profi-Schauspielerinnen und Schauspielern und einem Hund. Und er fragt nach der Verantwortung einer Gesellschaft, die immer wieder sinnlose Gewalt an den Tag bringt, und nach der Rolle des Theaters, immer wieder Gewalt darzustellen und Zuschauer zu produzieren, die diese anzuschauen. Die Premiere ist Anfang September und wir zeigen 4 Vorstellungen vom 1. bis 4. September. Die nächste Premiere ist am 3. Oktober im Studio. Das ist ein Projekt von Philipp Preuß, der ja schon mehrmals bei uns gearbeitet hat. Und das ist ein Soloabend mit Felix Römer. Und das geht über das Reisen und das heißt Voyage. Am 24. Oktober hat Champignol wieder Villenpremiere. Das ist das nächste Projekt von Herbert Fritsch und eine Tür auf, Tür zu Verwechslungskomödie von Feydeau, rasant geschrieben und sehr virtuos darin, von einem Missverständnis ins nächste zu fallen. Es gibt eine große Besetzung, Spieler und Spielerinnen aus dem Ensemble, aber dazu kommen auch Studierende der UdK. Also es wird sehr viel auf der Bühne passieren und zu sehen sein. Premiere, wie gesagt, Ende Oktober. Darauf folgt dann eine Premiere von Thomas Ostermeier am 23. November, Italienische Nacht von Ödün von Horvath. Ein Stück, das darum geht, wie ein sozialdemokratischer Ortsverband sich gerade selbst zerlegt, während die Rechten schon vor der Tür stehen und darauf warten, sie zu vermöbeln. Jegliche Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit sind natürlich wie immer unbeabsichtigt und zufällig. Das Ganze mit einer großen Personage, größere Teile des Schaubühnen und Ensembles, daneben aber auch Statisten und Faschisten und Kinder. Ein großes Stück, große Inszenierung vielleicht, ja. ja. Und weiter geht's im Studio mit einem Projekt von Patrick Wengenroth, der, kann man sagen, seine Trilogie vollendet, die er mit This Is It Girl und Love Hurts in Tinder Times begonnen hat. Es geht auch in dem nächsten Projekt wieder um die großen Fragen von Liebe, Gender und Gender Trouble. Und diesmal begibt er sich mitten hinein in die Tiefen der Genderfluidität. Premiere ist am 13. Dezember unter dem noch Arbeitstitel He, She, Me, Free. Dann kommt Mitte Januar eine Premiere im Globe in der Regie von Marius von Meinenburg. Das ist eine Uraufführung von einem Stück, was ich geschrieben habe, was Status Quo heißt. Und das erzählt die Geschichte von 3 Berufsanfängern, die alle Florian heißen und auch alle von dem gleichen Schauspieler gespielt werden. Einmal im Drogeriemarkt, einmal im Maklerbüro und einmal im Theater. Und es ist ein Versuch, Machtstrukturen zu analysieren. Und der Witz an dem Ganzen ist, dass die Welt spiegelverkehrt erzählt wird. Das heißt, die Frauen sind an der Macht und die Männer haben keine. Im Winter zeigen wir dann eine Lecture-Performance von Caroline Ehmke. Ja heißt Ja und. Und es ist ihr Beitrag zur MeToo-Debatte. Sie selbst wird ihn performen. Und außerdem gibt es die ganze Spielzeit über natürlich wieder den Streitraum und im Herbst den Streit ums Politische. Ja, wir müssen in die Kamera gucken. Ah. Oh nein, Mist.